So, meine Lieben, heute möchte ich euch mal meine Wohnung zeigen und möchte mich ein bisschen vorstellen, denn es geht ja hier schließlich um eine neue Sendung und ich will definitiv bei euch mitmachen. Hier sind wir in dem schönen Hamburg in Rothenburgs Ort. Viele kennen Rothenburgs Ort nicht, es liegt genau an den Elbbrücken, also voll zentral und voll schön und auch ruhig. Hier draußen sind wir auf dem Balkon, wo ich bei schönem Wetter immer ein bisschen chille, muss ja auch mal sein. Dann kommen wir hier in mein Wohnzimmer. Wie man sieht, ich mag es halt gerne ein bisschen stylisch, ein bisschen futuristisch. Auch ein bisschen Bling-Bling ist drin. Meine kleine Essecke, wo ich natürlich auch hin und wieder mal ein bisschen arbeite. Weil ich bin ja selbstständig und ich bin Finanzmakler. Das heißt, ich bin komplett unabhängig und ich mache den besten Versicherungsvergleich. Und da muss man ab und zu auch mal ein bisschen von zu Hause arbeiten. Im Hintergrund seht ihr so meine TV-Wand, wo ich natürlich auch viel Vox gucke, was auch sonst. Und ja. Ja, ein bisschen Bling-Bling, ein bisschen Asia-Style, ein bisschen gemütlich. Das bin halt einfach ich. Jetzt kommen wir zu meinem größten Stolz in meiner Wohnung. Ich war ja früher mal Küchenplaner. Und natürlich, als ehemaliger Küchenplaner, hast du natürlich auch eine schöne Küche. Wie man sieht. Sie ist nicht groß, aber das Beste draus gemacht. Und das Schöne daran ist auch, jetzt lass mich mal kurz meine Family besuchen, hier. Früher war hier nochmal so eine Zwischenwand drin, um die Küche so ein bisschen von dem Wohnraum abzutrennen. Die habe ich einfach mal rausgerissen. Dadurch entstand im Fußboden ein Loch. Auf dieses Loch habe ich einfach mal eine Glasplatte gelegt. Ding! Letztes Wochenende ein bisschen Bier getrunken. In diese Glasplatte habe ich einfach mal einen Lichterschlauch gelegt, sodass ich dann abends, wenn es hier schön gemütlich ist, ich einen schönen, gemütlichen Farbspiel habe. Kann man immer machen. So, dann gehen wir weiter in meinen Flur. Der ist nicht besonders groß. Aber naja, muss ein Flur auch nicht, ist ja auch nur Platzverschwendung. Im Hintergrund seht ihr ein Herz, das war mein Valentinstag-Geschenk zu meinem Schatz, den ich an meinem 30. Geburtstag morgens kennengelernt habe. Mit dem bin ich auch immer noch mega glücklich und ein toller Mann. Jo, dann, da hinter mir ist die Eingangstür. Ein Spiegel muss ja auch mal sein, man muss sich auch mal bewundern. Dann kommen wir in mein Badezimmer. Auch alles so ein bisschen schwarz-weiß-lila, wie die ganze Wohnung grundsätzlich so auch. Hier in meinem Badezimmer ist so ein kleines Highlight. Viele haben ja einen Duschvorhang. Fand ich immer doof, weil der schimmelt ja nur und klebt am Körper. Ich habe mir halt gedacht, machst du halt ein Duschrollo. Kannst du hoch machen, sieht keiner, klebt nicht. Ist immer wieder toll. Dann kommen wir zum Special. Ich habe ja einen Mitbewohner, der nur in der Woche bei mir pennt. Am Wochenende ist er wieder zu Hause bei seinem Freund. Und ich habe halt das Wochenende für mich. Vorteil ist aber auch, ich bin in der Woche immer bei meinem Schatz am Schlafen, im Pinneberg. Weil das ist für meine Arbeit halt nicht, weil für mein Büro. Und immer wenn wir am Wochenende dann bei mir sind, weil wir feiern natürlich auch hier in Hamburg ganz viel und schlafen dann bei mir, ist er nicht da, ich habe meine Ruhe. Und hier, aber das dürft ihr eben nicht sagen, ist sein Kleiderschrank in meiner Abstellkammer. Reicht, die paar Sachen, die er hat, kann er ja reintun, stört nicht. Und das finde ich ja gerade das Witzige. Darauf kommt doch keine Sau, dass ich in der Woche hier Mitbewohner habe und auch einen zweiten Kleiderschrank. Wir sollen das wissen. So, dann kommen wir in mein schönstes Reich, mein Schlafzimmer. Das Schlafzimmer ist so groß gewesen, als ich hier alle Möbel reingestellt habe, dachte ich mir, ich habe ja immer noch so viel Platz. Also, was hat die kleine Renore gemacht? Sie hat einfach mal einen begehbaren Kleiderschrank extra zusätzlich eingebaut. Mit Trockenbau, das Ganze verspachtelt, geschliffen, Tapete draufgeklebt, fertig. Ne? Und so sieht er dann von drin aus, weil das Schöne ist natürlich auch, ich kann hier drin meinen Wäscheständer verstecken, weil egal wo man ist, der stört doch in jeder Wohnung. Dann mein schönes Wasserbett, relativ neu, es schläft sich total herrlich und ja, ich bin vielleicht ein bisschen selbstverliebt. Ein kleines Foto überm Bett von mir. Betonung lag auf klein. So, dann sieht man natürlich auch durch die ganze Wohnung, ich habe super viele Pflanzen, ich liebe Pflanzen, ich bin voller Pflanzenfreak. Muss die auch nochmal gießen. Und das Schöne daran auch meine Fototapete. Hier stehst du morgens aus dem Bett auf, wirst von den Orchideen angelacht, sage ich mal, und das ist halt schön. Mir gefällt das. Ich wollte halt gerade ein Schlafzimmer, ich wollte es ganz gerne dunkel halten, mit ein paar Farbakzente und wollte es mit weißen Möbeln relativ modern und aufpäppeln. Und ich glaube mal, das habe ich doch ganz gut geschafft. Gut, außer mein Schreibtisch. Ich bin nicht in der Lage, den ordentlich aufzuräumen. Naja, können sich ja die Makler mal versuchen, ob sie es schaffen. Jo, das war meine Tour durch meine Wohnung. Warum ihr mich nehmen müsst, na, ich weiß gar nicht, ob ich da wirklich noch so viel sagen muss. Ich bin durchgeknallt, ich bin speziell, ich bin lustig. Ich habe ein Wohnkonzept, wo keiner draufkommen würde.
Ja, also, wenn nicht mit mir, mit wem sonst? Mit mir könnt ihr die besten Einschaltquoten auf jeden Fall machen. Dafür bin ich, glaube ich, sehr speziell und ich glaube, solche Leute lieben das. Und ja, kleiner Tipp an die Makler. Wenn ihr euch einschleimen wollt, bringt eine Pflanze mit. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und ich höre von euch. Bis dann. Tschüss.